Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wir sind hier vor Control Core Angels kleinem Häuschen und wir gehen rein. Es bleibt spannend. Pangolin stellt die leistungsfähigsten Pistolen her. Sehr schön. Das sieht mir aber sehr toll aus hier unten. Alles sehr steril und ja, bis auf die manchen paar Kratzer hier auch noch relativ funktionstüchtig. Sogar mit Spawnpunkt. Toll. Und öffnen. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Was für eine Phasenverschiebung? Der Schlüssel ist hier, aber... Nicht hier, oder was? Um zu verhindern, dass Jack den Krieger erweckt, reicht es nicht, den Kammerschlüssel zu stehlen. Du musst auch seinen Katalysator zerstören. Du musst mich. Ah, das ist jetzt irgendwie schade. Zerstören. Jack pumpte mich jahrelang mit Iridium voll und benutzte mich, um den Schlüssel aufzuladen und seine Gegner zu manipulieren. Ui. Werden die Iridium-Injektoren zerstört, die mich am Leben halten, wird der Schlüssel nicht weiter aufgeladen und eine lebenslange Knechtschaft endet. Weg von meiner Tochter, verdammt! Verdammt, was soll das? Sehr interessant. Okay, wo sind die? Irgendwie, ich sehe gerade keine. Ist es der hier? Ich nehme an, ja. Ne, das sind sie schon mal nicht. Das sind doch Iridium-Injektoren. Gefunden. Ach, die sind schon kaputt. Ach, komm schon. Vor allem, die muss wirklich so eine ausrasierte Seite haben, ey. Sieht denn hier niemand mehr normal aus? Tja, schön, dass wir deswegen es erstmal erledigt haben hier. Boah, ich war jedes Mal weggesprengt hier. Okay, komm. Wow, irgendwas lasert mich gerade. Okay, wir brauchen erstmal was engelhafter, Wächter, wollen die mich rollen? Oh oh. Oh ja, nachladen. Lass die ruhig Zeit. Ist ja nicht so, dass der Gegner auch ohne uns stirbt. Muss ich ja wohl. So, machen wir das Ding erstmal kaputt hier. Nach den. Den sind ja noch welche. Da hinten ist noch einer. Ach, shit. Ich hätte das mit den Schockfelddingern abwarten sollen. Oh, oh. Ich habe das Gefühl, direkt hinter mir ist einer. Nee, ist keiner. Gut. Ja, darauf habe ich gewartet. Oh, shit. Das wollte ich jetzt eher nicht. Okay, ich verrecke. Wenn ich nicht aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen jetzt megamäßig viel Schaden mache, ohne nachladen zu müssen. Der ist immer noch am Leben. Ich mache mir hier eine Mühe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sag mal, was lasert mich hier weg? Dämliche Drecksdinger. Okay, Munition brauche ich jetzt eigentlich keine, wirklich. Ich brauche bloß Gelegenheit, um das Ding kaputt zu machen. Okay. Also die Sache mit der Tochter, die eskalierte ein bisschen sehr. Sehr nett, sehr nett, sehr nett, sehr nett. Wow. Aber die falsche Munition. Oh nein, hier darf ich nicht hin. Okay. Wir kümmern uns jetzt so um die Loader einzeln. Ich hoffe einfach mal, das klappt. Irgendwie schon, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt allgemein. Ach, Mann.
Sehr schön. Oh, komm jetzt. Wo ist hier denn noch irgendwo so ein... Ah, da oben. Ist ja nicht so, dass die einen einfach mal in Ruhe lassen wird. Nein. Oh, hier ist Leben. Leben, 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 Leben. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Kann man ja einfach mal anständig anvisieren? Nein, man muss ja unbedingt so eine grobe Anvisierung machen. Okay, das war die falsche Waffe. So. Oh, oh. Scheiß Granaten. Und immer wird alles dunkel. So, okay. Hätten wir das. So. Ah, da hinten kommen dann bestimmt nochmal solche... Was denn hier mit den Dingern? Die kommen ja auch jedes Mal wieder, hä? So, komm ein... Ach komm, den machen wir jetzt nochmal auf die gute alte Art kaputt. Ja, komm. Mit schönen Rückentreffern. Ach, ich wollte einen Instant-Kill. Ich wollte einen Instant-Kill. Wieso hat das nicht geklappt? Hatte ich auch irgendwie nicht vor. Lalalalalalala. So, dann steht... Munition am Arsch. Wo ist er denn? Wo ist er? Ah, da! Das klang nicht gerade sehr... sehr lebhaft. Da ist noch einer. Aber ich brauche deswegen doch bald mal wieder anständige Munition hier. Wenn es geht für die Waffe, die ich auch benutze. So. Wie gesagt, für die Waffe, die ich auch benutze, Angel. Nur weil ich dich umbringe, bedeutet das nicht, dass du auch nicht mithelfen darfst. Ach, Mann. So, erstmal die beiden hier. Engelhafter Wächter. Zack, Knacker. Und ich auch noch. So, aber ich brauche deswegen echt mal noch ein bisschen Munition für die andere Waffe. Ah, langsam wird's nicht mehr mau hier. Und der Pisser ballert mich. So, friss das hier. Friss Damage, mein Gutster. Mega Damage. Roland, du kannst mir auch mal helfen. Super. Was sind denn das eigentlich für komische orangene Linien hier? Mach der jetzt mal hinne hier. Ich will nicht mal so einen scheiß Injektor kaputt machen. Ja, ach deshalb. Hat mich schon ein bisschen gewundert. Hier. Genau. Lass dir ruhig Zeit. Lass dir ruhig Zeit. Das ist jetzt ungünstig. So, na komm. Das Ding, das Ding. So, ist mal auch hier irgendwo in der Nähe mal so ein normaler Gegner irgendwie fast. Wow, ich bin tot. Dann. Okay, wenn jetzt nicht... Nein, 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 nein. Wundervoll, klar. Ja, 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 komm. Oh, danke. Wenigstens klappt manches von Zeit zu Zeit mal. Na komm schon. Lalalalalalala. So, die Frage ist aber wieso und vor was? Na komm schon, dämlich engelshafter Wächter, geht down. Und ich muss nachladen. War ja klar. Am besten ist es mir warten jetzt, bis der mich tötet. Nee, na gut. Na komm schon. Schieß mich endlich tot, du dämliche Nuss. Jetzt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da.
Ja, ich hab nicht auf dich gehört. So. Ach, nee. Könnte ich mal eventuell allgemein mal noch ein bisschen... Was geht dahinter? Entdeckung. Ja, super, super. Okay. Wo ist denn dieses Scheißgeschütz, hinter dem ich in Deckung gehen kann? Hä? Ich sehe ja nicht... Lügner. Allesamt. Na gut, machen wir den mal wieder kaputt. Scheiß Warlorder. Und wieder eins. Geht down, dämlicher. Vor allem War und Badass. Ey, Level 9, war nicht super. 30 haben wir da zwar irgendwann nicht mehr gekriegt, aber trotzdem. So. Alles klar. Es ist noch nicht vorbei. Bleib wachsam. Könnt ihr mal ein bisschen hin? Oh. Einfach mal ein Geschütz auf den Boden stellen, ne? Das wäre mal sehr hilfreich oder so. Nein, wieso? Ah, stimmt, die Geschütze gibt's ja auch noch. Ich krieg Munition für allen möglichen Mist, aber nicht für das, was ich brauche. Echt. Man will ja Oma. Na, ja, nicht gerade sehr gut. So, na komm schon. Ich will dich sowas von umnieten, will ich dich. So, na komm schon. Lalalalalala. Ach, Scheiße, gibt's ja auch noch. Ist das dritte endlich mal freigelegt? Ist denn hier mal noch was? Ah, Munition. Ach, endlich mal anständige Munition. Ach, super. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch diesen Typen irgendwie killen. Kannst du mal die Klappe halten und mal diesen dämlichen Injektor kaputt machen? Bla, bla, bla. Na, endlich. So. Die dämlichen ausrasierten Seiten, ey. Ich muss dir was sagen. Du bist ein Arschloch. Oh. Was für ein Mensch tut so etwas seiner eigenen Tochter an? So einer hat den Tod verdient. Keine Ahnung, wie wär's mit Macht besessen? Den Tod hat so ziemlich jeder verdient. Den kriegt sogar jemand. Jeder, jederzeit. So, na dann, mein Gutser. Erreiche Angel und klau den Kammerschlüssel. Haben wir gemacht. Ja, und nö? Geht's noch weiter, oder was? Sie ist tot. Jetzt hat Jack keine Chance mehr, den Krieger zu wecken. Wir haben noch eine Sirene hier. Vergesst das nicht. Ist noch nicht vorbei. Wir müssen Jack finden und ihn erledigen. Lilith, bring den Kammerschlüssel zu Tennis. Ich übernehme Jack. Und zu spät. Roland! Das war mein Auftritt. Der Spruch, kämpfe niemals gegen einen, der nichts mehr zu verlieren hat. Ich werde dir zeigen, wie viel du noch zu verlieren hast. Und ich habe die mächtigste Sirene des Planeten, um das zu tun. Lilith, töte den Kammerjäger. Wir haben noch ein Date mit dem Krieger. Tu es, Lilith. Nein! Wow. Was ist passiert? Was zum Henker ist passiert? Batwing. Und jetzt das? Ja, Lilith hat's mal wieder versaut. Wir müssen Lilith zurückholen. Oh. Bin ich. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Oder so grob weiß ich, wo ich bin. Wieso ist denn hier alles so vernebelt? Oh, ja, okay. Ja, Lilith. Wie ist es mal wieder? Nie, wirklich nie könnt ihr mal... Wir wären, auf irgendeine Art und Weise wären wir schon auf das Ding hochgekommen.
Da wäre uns schon irgendwas... Oh, fuck. Das war jetzt nicht so ganz das Wahre. Wo ist es denn? Das Ding kommt wieder weg. Genau, hier war meine schöne Waffele. Komm schon, das nehmen wir auch mit. Munition nehmen wir natürlich auch. Ja. Auf irgendeine Art und Weise wären wir schon hochgekommen. Es ist ja nicht so, dass es unmöglich ist, da hochzukommen. Ja, wie gesagt, eine Sprungplattform oder allgemein hätte die Sirene hier mit ihren Kräften oder die dort hätte irgendwas machen können. Ist ja nicht so, dass die irgendwie total abgekapselt ist. So, was haben wir denn hier noch alles vom Müll dran liegen? Haufenweise Schätze. Roland hat es mal wieder auch. Vor allem, da war ein Loch, da hätte sonst was rauskommen können. Na gut. Aber krass, dass das wenigstens so ausgegangen ist. So, ja. Sanctuary, super. Wo sind wir denn überhaupt? Wo kommen wir jetzt raus? Der mehrfache Facelock, ein bla bla bla. Ach, hier sind wir. Was zum... Wo zum Teufel kommst du denn her? Verdammte Kammerjäger. Bastard, das war nur ein Trick. Okay, jetzt muss ich nur noch fix Sachen verkaufen gehen. Okay. Habe ich dich nach Sanctuary gebracht? Ich fühle mich ganz komisch. Das Gerät, mit dem Jack mich traktiert. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Achtung. Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Und zwar? Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr